Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen bei In Balz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Mai 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, beginnen wir mit deiner intuitiven intuitiven Message, Jungfrau. Ich sehe etwas, das dir sehr gefallen wird. Eine Excel-Tabelle. Ich sehe eine Excel-Tabelle. Und zwar wurde die Tabelle an sich hat noch keine Daten, aber die Titel sind bereits gesetzt. Ja, die Spalten wurden schon benannt. Für jene, die Excel nicht kennen, Excel dient dazu, große Daten verständlich zu machen. Also falls du 1000 verschiedene Kunden hast mit 1000 verschiedenen Einkäufen, 1000 verschiedenen Adressen, dann eignet sich Excel, um da eine Übersicht reinzubringen. Dann kannst du schauen, wie viele Menschen haben für 40 Euro eingekauft, wie viele Menschen für 99 Euro, ja, das kannst du, oder wie viele Menschen wohnen in Hamburg, das kannst du mit Excel organisieren. Es geht bei dir darum, dass du, Jungfrau, die Infos, die im Mai 2022 auf dich zukommen, organisieren musst, zuordnen musst. Es ist eine Volkskrankheit, dass man zum Beispiel sich im Job über etwas aufregt und dann rübergeht und das an der Ehefrau rauslässt. Der Ehemann hat irgendetwas getan oder gesagt, dass ein gedemütigt hat, also geht man los und macht andere Leute fertig bei der Arbeit. Aber bei Excel ist es so, dass wir all diese Daten haben und diese dann organisieren. Wenn du ein Datensatz hast, ein gemeinen Freund zum Beispiel oder ein gemeinen Ehemann, dann ordne das dem zu. Lass es nicht in andere Bereiche einfließen. Okay? Es ist halt so, das Leben besteht aus verschiedenen Bereichen und Leute, überall kann irgendetwas passieren und es liegt an uns, oder, zu schauen, dass das eine dem anderen nicht schadet. Gell? Ist auch ein bisschen so eine soziale Verantwortung, dass man schaut, dass nicht andere Bereiche davon betroffen sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass man vieles auf der Welt dem Umstand zuschreiben kann, dass Menschen Bereiche vermischen. Ja? Schaut euch die Beziehungen der Politiker zu ihren Müttern an. Schaut euch das an. Anstatt zur Mutter zu gehen und das mit der Mama zu klären, ja, wird es mit Politik geklärt oder Krieg. Ja? Solche Dinge. Schauen wir mal, was die Karten bei dir sagen werden. Nein, der Münzen hier. Du musst schauen, Jungfrau, dass du im Mai 2022 deine Stabilität, deinen Job, deine Finanzen nicht in Gefahr bringst. Das ist die Jungfrau-Karte. Du stehst sehr gut da, du siehst sehr gut aus und die erste Karte der Legung bestimmt die Energie der ganzen Legung. Also dir geht es gut und du solltest schauen, dass deine Basis nicht angegriffen wird. Okay? Du siehst hier diesen Falken auf der Hand von diesem Menschen, ja? Das sind Vögel. Ja, und Vögel haben Flügel und die können eigentlich fliegen und, oder, da muss man sich überlegen, wie viel Disziplin es braucht, damit ein Vogel da so sitzen bleibt. Und schau, so krass diszipliniert warst du, Jungfrau, um da zu stehen, wo du jetzt stehst. Wirf es nicht weg, weil hier jemand versucht, deine Disziplin, deine Ordnung durcheinander zu bringen. Okay? Es kann sein, alles Mögliche kann passieren, aber schau, dass das dann in diesem Bereich dort bleibt. Okay? Sechs der Kelche hier. Mach dich darauf gefasst, dass hier Kontakte aus der Vergangenheit sich melden. Kontakte aus der Vergangenheit. Hier,
Jungfraukarte. Siehst du hier diesen Turm auf der Sechs der Kelche-Karte? Der Turm hier? Du dachtest, dass ein Turm zusammengebrochen ist, aber nein, der Turm ist doch noch da. Es ist doch noch nichts zusammengebrochen zwischen euch beiden. Das ist dann natürlich schon ein bisschen aufwühlend. Okay? Und du musst dann darauf achten. Mit dem Eremiten haben wir die Jungfraukarte. Und dein Stern hier in dieser Laterne ist in diese Richtung gerichtet. Und wir haben auch hier haben wir, da ist ein Stern in der Laterne und auch hier haben wir Blumen in Sternformen. Es kommt hier sowas wie eine Wunscherfüllung auf dich zu, Jungfrau. Und du musst aufpassen, dass es dich nicht allzu sehr ins Wanken bringt. Löwe hat da eine ähnliche Energie. Da geht's dann in Richtung Bollywood. Und da muss Löwe schauen, dass er sie sich da nicht allzu sehr drin verrennt. Und du musst schauen, dass du deine jetzige Basis nicht plötzlich aufgibst, nur weil hier etwas sehr Unerwartetes, sehr positiv herauskommt. Ich sage das, weil hier auf die 9. große Arkana, den Eremiten, die 10. große Arkana, das Rad des Schicksals folgt. Wenn das jetzt hier eine Situation wäre, wo du jemanden kennenlernst, neu kennenlernst und oder das Ganze offen beginnt und man schaut, oder ob es zusammenpasst oder nicht, dann hätte ich diese Sorge nicht, oder? Dann käme hier das Rad des Schicksals, das das Leben verändert, und du würdest aus diesem Standpunkt heraus, ja, so dieser Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, ja, mit einer starken Basis, würdest du mit deinem Gegenüber verhandeln. Aber hier ist die Situation anders. Hier geht es um jemanden, wo du dachtest, das ist fertig, das ist aus, ja, du warst damals schockiert, der Turm ist ein Donnerschlag, ja, das schockiert einen. Und badabum ist dieser Mensch wieder da und ihr schaut euch in die Augen und es glitzert. Dann bist du ein bisschen mehr dazu geneigt, hier nicht allzu sehr auf dich zu achten, nur um diese Zweisamkeit Wirklichkeit werden zu lassen mit dem Rat des Schicksals. Ja. Alles, oder ich tue alles, Hauptsache, ja, dieses Wunder, das hier geschieht, wird echt, könntest du dann sagen. Der Wagen. Page der Schwerter. Also, Jungfrau, wenn es dann hier zwischen euch beiden weitergeht, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass du in deiner Mitte stehst. Und ich erkläre dir auch, wieso. Siehst du hier diese weiße Sphinx und diese schwarze Sphinx? Dies bedeutet, dass es offen steht, wohin es zwischen euch hinführen wird. Die nächste große Arkana, das Rad des Schicksals, könnte euch zusammenbringen oder euch auseinanderbringen. So oder so kannst du das stark meistern, wenn du da selbstbewusst in deinem Status stehst, in deinem Power bleibst. Siehst du, wie der hier umringt ist mit Sternen und auch hier an der Stirn ein Stern hat? Der ist überzeugt von seiner Wunschvorstellung und von sich selbst. Das ist eine sehr selbstbewusste Figur hier. Und es ist wichtig, dass du den Zepter in der Hand hast. Ja, siehst du hier diesen Stab hier in deiner Hand? Du musst das Ganze dirigieren, du musst es führen. Nach deinem Power, nach deinem Standpunkt. Weil das Problem ist, wir haben hier einen Page der Schwerter vor dir. Dieser Mensch könnte ein bisschen jünger sein wie du. Und Page der Schwerter ist jemand, der noch ziemlich verunsichert ist, ist jemand, der die erstmal noch Gespräche mit dir führen muss. Ja, also du hast hier ein unsicheres Gegenüber vor dir. Wenn du hier für Option A dich völlig aufgibst, dann hast du hier am Ende jemanden vor dir stehen, der die sagt, ja, aber Jungfrau, ich weiß es nicht so recht. Wenn du dich hier für Option B entscheidest, ja, dann wirst du auch hier jemanden haben, der sagt, die sagt, ach, Jungfrau, ich weiß noch nicht. Okay? Deswegen ist es wichtig, dass du zentriert bleibst und bei dir bleibst. Okay? Lass dich nicht von der Vorstellung dessen, was aus euch werden kann, beirren, ja, von dir wegbringen. Ich werd die rasch anschauen und wieder reinlegen. Die sind rausgefallen als Warnung. Schau mal, 4 der Schwerter hier, 8 der Schwerter hier.
Du musst dich zurückhalten, doppelte Energie hier. Ja, zwei der Schwerter ist das, vier mal, vier und acht. Das mal zwei. Du musst dich hier unbedingt zurückhalten, weil du momentan gar nicht vorwärts siehst. Ja, du hast noch nicht die richtigen Infos, um vorwärts zu sehen und deswegen musst du zurückhaltend sein. Okay? Eine weitere Karte bitte. Siehst du? Kraftkarte. Siebte große Arkana hier, achte große Arkana, Kraftkarte hier. Siehst du diese Zurückhaltung? Diese Zurückhaltung der Instinkte, ja? Anstatt, oh mein Gott, es ist wieder da, ich springe da jetzt auf und tue alles, was nötig ist, um XY. Nee, mit XY meine ich nicht, es ist eine Kollektivlegung, es ist je nach Situation anders. Nee, mit XY meine ich, dass tatsächlich noch nicht definiert ist, wohin es führen soll. Page der Schwerter hier, dein Gegenüber, dieser Mensch hat keine Ahnung, wohin es führen soll. Okay? Die Absichten sind auf beiden Seiten super. Das ist kein Problem. Aber langfristig weiß dein Gegenüber noch nicht genug über dich und du auch nicht über sie, über ihn. Ja, oder über euch. Siebte große Arkana hier, Kraftkarte hier. Große Arkana sind Dinge, die um uns herum geschehen und auf die wir keinen Einfluss haben. Es ist momentan wichtig, dass du keine großen Entscheidungen fällst und erstmal schaust, wohin das führt. Weil, Jungfrau, wir haben hier die siebte große Arkana, hier die achte große Arkana und hier die neunte große Arkana. Halte dich zurück, Jungfrau. Es könnte sein, dass du dann hier am Ende sagst, das ist nicht meine Wunschvorstellung. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Jungfrau, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.